Hallöchen zusammen und seid mir herzlich gegrüßt zu einem neuen Video. Wir haben noch mal ein bisschen Trash von Aldi, von der Aldischen Aktionswoche, sage ich es mal. Wahrscheinlich ist schon alles ausverkauft, deswegen seid nicht traurig. Wobei, vielleicht findet man die Nudeln noch. Aldi Edition Pasta auf 500 Gramm, sogar hergestellt in Italien, haben gekostet, ich glaube, 1,49 und jetzt kommt der Obertrash. Würstchen mit Aldi-Logo drauf. Ich habe mich ehrlich gesagt ein bisschen schlecht gefühlt, dass ich die gekauft habe, weil, naja, mit Essen spielt man nicht. Aber gleichzeitig hat es mich auch fasziniert auf eine gewisse Art und Weise, muss ich zugeben. Hergestellt vom Böklunder übrigens. 4 Stück sind drin für 1,79 Euro. Wir werden die beiden Sachen jetzt mal ausprobieren. Ich habe erst überlegt, ob ich Würstchen-Gulasch mache. Da hatte ich aber dann keine Lust drauf, noch einkaufen zu gehen. Also gibt es gleich Nudeln mit Würstchen und Ketchup. Und dann schauen wir mal, wie sich diese beiden Produkte schlagen. Doch zuerst ein Blick drauf. Ja, was soll ich dazu noch sagen? Bockwürstchen in zarter Eigenhaut geräuchert mit dem Aldi-Logo drauf. Wirklich ein bisschen. Ich frage mich, die wird bestimmt dann durch so eine Fabrik geschleust und dann mit so einem Laser wird das Aldi-Logo so eingebrannt. Also, ja, wie gesagt, hergestellt von Böklunder, Schweinefleisch, Trinkwasser, Speisesalz und so weiter, Gewürzextrakte. Makis ist übrigens Muskatblüte, soweit ich weiß. Kardamom, sind schon ein paar Gewürze drin. Ganz erstaunlich eigentlich. Aromen, nicht Buchenholz, Rauch. Gibt natürlich so ein bisschen Raucharoma. Dann soll man die heiß machen, hergestellt. In Deutschland 250 Gramm sind drin, 4 Stück. Und das hier sind die Aldi-Nudeln dann, die ziemlich lustig in so einem Aldi-Design sind. Da bin ich mal gespannt, wie die aussehen, wenn sie gekocht sind. Auch hier 500 Gramm. Sind drin. Die Zutaten habt ihr. Einfach ganz regulär kochen. Hartweizengrieß. Also eigentlich ganz normale Nudeln, aber eben in der Aldi-Edition. Schaut gerne auch noch in mein Pizza-Video und in die Milchmäuse-Duo-Creme, die ich euch vorgestellt habe. Viele Leute schreiben mir, dass sie die Sachen nicht mehr bekommen. Ja, es war echt ein bisschen doof von Aldi, dass die Sachen teilweise schon ab Dienstag verkauft haben. Vieles war da weg. Ich habe die Sachen auch schon Mittwoch abends gekauft gehabt und ja, doch jetzt werde ich die mal zubereiten und dann schauen wir mal, wie sie schmecken. Wow, also das ist echt unterste Schublade. Ich werde mir das hier gleich richtig machen. Doch hier für den Test pures Probieren der Sachen. Die Nudeln sind irgendwie so, kommen so ein bisschen nass vor. Was vielleicht daran liegt, dass so zwischen diesen Aldi-Buchstaben sich die Feuchtigkeit sammelt. Also das Wasser, das ist irgendwie so ganz komisch. Und hier, also sorry jetzt mal. Nee, das ist nicht gut. Ich fühle mich schlecht, dass ich das gekauft habe. Ja, so sieht's aus. Die A's kann man natürlich noch erahnen, ist jetzt so ein bisschen auseinandergegangen, weil alles aufgequollen ist. Ja, riecht sehr rauchig, die Aldi-Wurst. Und hier haben sie sogar so eine Sollbruchstelle drin, damit das nicht aufplatzt. So. Also, die Würstchen muss ich natürlich erst klein schneiden. Also ich kann jetzt hier nicht vor der Kamera von so einem Würstchen abbeißen, das wäre so ein bisschen komisch. Also, da gibt es wahrscheinlich genügend ASMR-Kanäle, wo dann Leute das machen und dann die ganzen Zuschauer da Geldspenden reinmachen. Oder vielleicht wäre das eher bei OnlyFans. Also Nudeln. Dadurch, dass sie so mehrere Lagen haben, sind die so recht dick. Irgendwie so, als ob die relativ viel Biss haben. Nudeln. Schmeckt wie ganz normale Nudeln. So, jetzt hier Aldi-Wurst. Also High-Quality-Content hier heute mal. Oh, die ist aber sehr lecker. So ein bisschen Knack könnte sie außen noch vertragen. Aber super, super würzig. Wobei ich mir vorstellen könnte, dass sie meinem nicht allen vielleicht schon zu würzig, rauchig ist. Ey, aber geil. Einfach trashig. Nur mit Würstchen kann man so ein bisschen Ketchup drauf machen und dann ab dafür. Also, ja, wenn man mal Mittagessen unterste Schublade haben möchte und gleichzeitig Werbung für Aldi macht, dann kann man das auf jeden Fall machen. Aldi Würstchen, Aldi Nudeln in Aldi Form und mit Aldi Logo. Lustige Sache, irgendwo ja, geht es mit diesem Trend, den Lidl, glaube ich, irgendwie angefangen hat, von wegen, dass jetzt hier die Marke, die Supermärkte, die Discounter sich selbst feiern, werden wahrscheinlich sowieso in aktuellen Zeiten sehr viel Zustrom haben, aufgrund der günstigeren Preise. Ja, wie gesagt, bis auf die etwas grenzwertige mit dem eingeprägten Aldi, finde ich die Sachen eigentlich recht gut gelungen und finde es einfach irgendwie lustig. Von daher, das muss man manchmal halt auch dann einfach so hinnehmen. Und ja, so viel dazu. Eure Meinung zu diesen Produkten dürft ihr mir gerne in die Kommentare schreiben. Und ansonsten, herzlichen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao.